In Venezuela haben Anhänger von Nicolas Maduro nach dem tatsächlichen oder vermeintlichen Angriff ihre Unterstützung mit dem Präsidenten demonstriert. Doch Maduro kam nicht zu der Kundgebung in Caracas. In Umfragen liegt der sozialistische Präsident bei Beliebtheitswerten von etwa 25%. Ein Staatsanwalt bezeichnete den möglichen Drohnenangriff gegen den Präsidenten als Versuch eines Massakers. 6 Personen sind wegen des Zwischenfalls während einer Militärparade festgenommen worden. Der scheidende Präsident von Kolumbien, Juan Manuel Santos, bestritt jede Verwicklung.